Svanja und wir spielen heute mal Sims, weil ich Sims 4 jetzt seit neuestem besitze und mir gedacht habe, es wäre vielleicht mal ganz witzig. Wir erstellen uns als erstes einen Charakter und zwar, weil ich kreativ bin, wie wir alle wissen, erstelle ich mich selber. Ich kenne mich überhaupt nicht erst mit Sims 4, das ist das erste Mal, dass ich das spiele, ihr seid live dabei, okay? Deswegen, falls ich mich bei manchen Sachen ungeschickt anstelle, ja, ups. Ich nehme aber eure Tipps natürlich gerne an. Ich glaube, warte, das ist erst die Kleidung. Okay, wir fangen erstmal an. Früher war das immer so aufgebaut, ich habe den dritten Teil gespielt, dass man rechts so langsam aber sicher das Menü durchgearbeitet hat. Scheinbar klickt man sich jetzt hier durch die einzelnen Körperteile. Also, ich muss sagen, ich habe keine Ahnung. Ich war schon immer richtig schlecht darin. Ich sag, das sieht mehr aus wie ich als das erste. Hoppala, das war so nicht gemeint. Ich bin, glaube ich, sogar blasser als die. Nicht so. Komm, geben wir mir ein bisschen Sommerbräune. Ich glaube, das ist fair. Die hat blaue Augen. Ich habe blaue Augen, obwohl das kann man später eh ändern. Oh Gott, was haben wir denn hier? Zähne. Okay, sieht gut aus für mich, würde ich mal behaupten. Was ist das? Ich habe hoffentlich keine Falten. Ich bin noch halbwegs jung. Sommersprossen habe ich auch keine, aber es sieht cute aus. Aber wir machen das mal nicht. Ich habe keine Muttermale im Gesicht. Was ist das? Oh, das ist Pickel. Ja, wir wollen keine Pickel. was ist das? Oh, okay. Nee, ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich glaube, damit sind wir ganz gut. Augen. Okay, ja, so eine kleine Narbe durchs Gesicht. Warum denn auch nicht? Warte, kann ich mich drehen? Ja, ich kann mich drehen. Okay, ich will, dass sie uns anguckt. Okay, ich habe weder eine Narbe im Gesicht, noch sowas. Alles klar, warum denn noch nicht? Nein. Nein, einfach nein. Okay, nein. Keine Narben. Okay, wir machen weiter mit den Haaren. Meine Haare sind bekanntlicherweise blond. Ich meine, jetzt sind sie technisch gesehen pink, aber sie sind nicht so pink. Soll ich sie so machen? Warte, bei Sims 3 konnte man Haarübergänge machen. Ich glaube, ich mache blond und ich mache so ein bisschen pink rein. Falls das hier auch geht. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Ich glaube, am allerehesten... Oh nein, ich habe... Ich meine, I wish, aber ich habe nicht so lange Haare. Das wäre aber cool. Ich hätte gerne so lange Haare. Sieht ein bisschen dämlich aus, gebe ich zu. Falls ihr im Hintergrund Katzengeräusche hört, wisst ihr warum. Es liegt in den Katzen. So, wartet mal kurz. Ich glaube, da sehe ich mich mehr. Ich glaube, ich habe meine Haare öfter so einmal zur Seite und dann so rüber geflippt. Und das ist auch mehr meine Haarlänge. Das heißt, wir machen mal das. Okay, kriege ich jetzt... Oh, das sind die verschiedenen Längen. Okay, ich bin ganz zufrieden mit der Länge eigentlich. Kann man jetzt nicht so Detail Edit Mode? Okay. Ich will Details editen. Ich will nicht meine Stirn. Oh, okay. Okay, pass auf. Also wir machen das jetzt richtig, ja? Wir machen... Kann man das reinziehen? Ich habe höhere Wangenknochen. Oh, man kann... Oh mein Gott! Seht ihr das? Ist zwar clunky, ist hell. Ich kann die nicht weiter reinziehen, die Wangenknochen. Schade. Ich habe, Okay, warte, ich bräuchte ein Foto von mir. Ich weiß, dass ich ein schmales Gesicht habe. Das heißt, ich müsste das ein bisschen schmaler machen. Und ich weiß. So, okay, nach ungefähr 5 Jahren Arbeit und sämtlichen Outfit raussuchen. Ich möchte nur mal anmerken, so laufe ich legit jeden Tag rum. 1:1. Von graues Top über Jeans zu weiß. Ich habe so weiße Schuhe. So sehe ich 1:1 aus und Tag für Tag. Und bei der ganz heiß Funktion, genau das Outfit habe ich auch. Ich habe mir Mühe gegeben, okay? I really tried. So, dann machen wir jetzt mal schnell noch die Charaktersachen. Ich gehe für Tiere. Weil ich liebe Tiere. Tiere sind supertastisch. Dann gehen wir noch für aktiv, schätze ich mal. Okay, die wirkt aktiver, alles klar. Oh, warte. Okay, es gibt ja Verschiedenes. Social. Ich würde sagen, was soziale Verhältnisse angeht, bin ich mehr so der Bro. Dieser Sim kann andere Bros... Bro-Hagen. Okay, ich will kein Bro sein. Was ist denn der Insider? Hier,
Du bist am glücklichsten, wenn du bei deinen Freunden bist. Okay, ich bin zufrieden mit meinen Freunden. So, oh warte, ich will nicht der Bro sein. Was machen wir denn noch? Die Frage ist, gibt's Cat Lover? Oh, es gibt Cat Lover. Dann brauche ich das Tierding nicht. Dann mache ich hier, machen wir den. Master Vampir! Wollen wir Master Vampir machen? Lass uns für den Master Vampir gehen. Alles klar. So, läuft der Hase. Auf geht's. Es sieht so schön aus. Oh, wir müssen noch bauen. Wir bauen ein Haus. Ich bin so hyped. Okay, also. Es ist immer wichtig, direkt ein großes Grundstück zu kaufen, okay? Wir können das Haus im Nachhinein immer erweitern. Wir gehen für das hier. Wir gehen für die Everest Acres. Schön, es regnet. Ich dachte, wir haben Sommer. Was ist denn das? Okay, ist kein Problem. Sie ist ein bisschen angespannt, steht hier. Okay, Schritt Nummer 1. Wir gehen ins Baumenü. So, liebe Freunde der Nacht, können wir den Ring ausstellen? Nö, geht nicht. Okay, das ist ziemlich genau wie bei Sims 3. Das hilft mir sehr, weil ich bin nämlich in Sims 3 Hausbaumeister gewesen, müsst ihr wissen. Das heißt, ich kann den Ring halt wirklich nicht ausstellen. Das tut schon ein bisschen weh. Ich dachte, wir sind im Sommer. Aber da können wir einfach ein fertiges Haus kaufen. Fertige Küche. Das ging früher nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Ich meine, klar, wir nehmen es. Wenn es uns angeboten wird, dann nehmen wir es halt, ne? Was sollen wir sagen? Wir nehmen hier die professionelle Küche. Oh wait, die ist teuer. Oh oh, wir haben leider nicht so viel Geld. Wir nehmen die normale Küche, schätze ich mal. Okay. Wir müssen... Okay, das ist ja voll doof. Warte mal, das kann... Ja, hier, so, jetzt geht's los. Wir bauen nämlich richtig, das kann ja nicht angehen. Lasst mich euch einmal rumführen. Das hier ist mein Schlafzimmer. Hier ist mein Bett und meine Schränke. Und natürlich mein Computer-Setup. Dann kommen wir hier in den Flur. Da ist typischer Flurkram. Und dann gehen wir mal in die Küche, weil ich nämlich unbedingt was zu essen kochen muss. Denn wie ihr hier sehen könnt, mein Sim wird Hunger kriegen. Und Essen kochen dauert aus Erfahrung meistens halbwegs lange. Das heißt, wir servieren... Nee, wisst ihr was? Wir machen einen Salat, weil sonst wird das so viel und wenn das viel wird, dann kann ich nicht oft kochen. Und wenn ich nicht oft kochen kann, dann verbessere ich meine Kochskills nicht. Das wäre natürlich tragisch. Ich habe alles schon vorbereitet für meine Kätzchen. Also hier sind Futternäpfe, hier ist das Katzenklo im Wohnzimmer, ihr seht den dezent großen Kratzbaum, dies, das. Ich habe Katzenspielzeug. Und ich habe übrigens versucht, meine Wohnung so akkurat wie möglich irgendwie nachzubauen. Das heißt, so wie ihr es hier seht, sieht es tatsächlich bei mir aus. Und genau, wir kochen jetzt. Das ist sehr schön. Ich überlege, was wir uns für eine Karriere offen halten wollen. Ich habe hier hinten schon gesehen, dass man kleine Geschäfte kaufen kann. Da bin ich aber noch ein bisschen überfordert mit, deswegen machen wir das noch nicht. Das heißt, wir sollten uns wahrscheinlich jetzt erstmal einen Job suchen. Also, wir sind hier im Auswahl. Was könnten wir denn sein? Wir könnten Schauspieler werden. Wir könnten Detektiv werden. Wir könnten Doktor werden. Scientist. Kritiker. Was macht denn Kritiker? Oh, wow. Die machen... Wollen wir ein Koch werden? Ich meine, das wäre doch was. Was macht man als Selbstständiger? Hier, guck mal, als Doktor kriegt man viel. Das ist Arzt, obwohl... da kriegt man noch mehr. Als Detektiv kriegt man auch mehr. Okay. Wir werden Detektiv. Entschiedene Sache. Momentan, was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn, damit wir befördert werden können?
was machen wir denn? Was machen wir denn? Okay, ich glaube, das geht. Ich glaube, das haben wir. Also morgen geht's zur Arbeit. In 16 Stunden geht's los. So, hast du jetzt deinen Salat gemacht? Oh, oh, hier geht's schon los. Oh, sie hat den angemacht. Haben wir schon gegessen? Oh, wir haben schon gegessen. Alles klar, dann begebe dich mal auf die Toilette, meine Liebe. Die ist immer im Fernsehen gucken, aber nur... Okay, Einrichtungskleiner Dings. Das da ist ein Fernseher, weil ich zwei Monitore habe und ich das nicht anders darstellen konnte. Entschuldigen Sie bitte, bitte begeben Sie sich nun auf die Toilette. Kriegt sie es jetzt? Hallo? Entschuldigung. Entschuldigung. Wo geht's denn? Du kannst doch wohl hier rausgehen. Hier hingehen. Müssen wir uns jetzt hier durchnavigieren? Hier hingehen? Ach, du kommst nicht an dem Schrank vorbei. Hoppala. Ja, das ist, wenn man die Wohnung schön einrichten will und dann geht es nicht. Kommt sie jetzt da dran vorbei? Hier? Okay, nee, der Schrank ist es. Okay, es tut mir leid. Das ist natürlich ärgerlich, aber kommen wir jetzt aufs Klo. Nein, kommen wir nicht. Was ist denn jetzt los? Oh, bitte. Du wirst doch wohl hier an... Hallo, das ist ja wohl... Da kannst du ja wohl durchgehen. Hier, einmal hier hin. Das ist eine mühevolle Navigation. So, ihr seht ja, wie sie hier durchpassen würde. Aber sie will nicht. Sie will nicht. Alles klar. Dann muss der Badezimmerschrank wohl auch weichen. Toll, danke für nichts. Aber okay. Das ist, das sind die Mankos einer kleinen Wohnung. Ja, manchmal muss man dann einfach Items, löschen. Sachen löschen und... Das sieht jetzt halt auch nicht mehr aus wie meine Wohnung, weil einfach alle Möbel fehlen. Aber ist okay. Ist okay, ist okay, ist okay. Da bin ich nicht mad. So. Folgende. Wir wollen unbedingt Kätzchen, okay? Ich hätte nichts lieber als Kätzchen. Das heißt, kann man... Das Problem ist, dass die Stadt hier nicht allzu gut ausgebaut ist. Warte mal. Was können wir denn am Handy? Travel. Ich meine, wir haben schon... Ich will keine Vetklinik kaufen. Ich will einfach nur eine Katze kaufen. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Freiwillig. Wo kann ich denn freiwillig arbeiten? Nee. Ich hab gedacht, vielleicht in einem Tierheim. Vielleicht habe ich gedacht, ich finde so das Tierheim. Ich brauche soziale Interaktion. Hilfe! Okay, jetzt guckt sie fern. Nee, sie guckt die Wettervoraussichten. Okay, also. Während du das machst, habe ich mir gedacht, könntest du ja schon mal deine blöden Sachen anpflanzen. Und, ne? Ich weiß nicht, was passiert ist, aber sie ist glücklich. So, wir öffnen die Samenpackung. Pflanzen und pflanzen. So, wir sind richtiger... Wow! Ja, da wäre ich auch tense an deiner Stelle, meine Liebe. Okay, nach wie vor. Wir wollen Katzen kaufen, okay? Das ist alles, was wir wollen. Ist mir egal, ob du gärtnern kannst. Es ist nur, um dich abzulenken, während ich rausfinde, wie wir Katzen kaufen. Alles klar? Reisen. Wir reisen, okay? Wir wissen noch nicht, wohin wir reisen, aber wir reisen zu einem sogenannten Tierheim. Und wisst ihr, was wir da machen? Wir kaufen eine Katze. Ne, zwei. Ich kann nicht alleine leben, okay? Ich kann nicht in Einsamkeit. Das Problem ist, wie gesagt, die Stadt hier ist sehr klein. Ich habe die nicht wirklich gebaut und hier ist nichts. Hier ist ein Spa und hier ist ein Restaurant. Toll, danke für nichts. Oh, was für ein Zufall! Direkt gegenüber von meinem Haus gibt es eine Tierklinik? Nein, Sachen gibt's. Das ist ja ein Ding. Übrigens, nicht wundern, mein Haus sieht eh ein bisschen komisch aus, aber ich habe gedacht, es wird größer. Ist hier irgendwo ein Schalter? Können wir hier irgendwo... Guck mal, die hat einen Hund! Hi! Komm ich hier rein? Ich will mit dem Hund reden! Hallo! Das ist eine Katze. Ich darf nicht mit der... Oh mein Gott! Ich will mit der Katze reden! Ich möchte hier mit der Katze reden! Kann ich hier keine Katzen kaufen? Hallo? Team? Darf ich hier nicht rein? Hallo? Die ist einfach, die bleibt stehen und ist angefressen. Warum bist du so angefressen? Guck mal! Oh! Oh!
Okay, die ist nicht mehr. Die ist angefressen. Okay, wie, was ist das? Was ist das? Hallo? Okay, wir begrüßen die oder den. Ich glaube, es soll eine die sein, aber das Gesicht sieht aus wie der. Also es ist schwer zu identifizieren. Ich hätte gern eine Katze. Können wir keine Katzen? Mehr Choices. Es interessiert mich nicht, was sie von Vampiren denkt. Mich interessiert, wo ich meine Katze kaufen kann. Das diskutiere meine Interessen, denn meine Interessen sind eindeutig. Hallo! Okay, vorsichtige. Ich will mich mit der Katze anfreunden, okay? Hallo Katze. Oh, die Katze mag mich nicht. Hey, ich war vorsichtig! Guck hier, ich bin glücklich, wenn ich mit Katzen bin. Ich rede mit der Katze. Die Katze ist müde. Oh. Hi. Schaut, wie viel mehr mir das sozial bringt, mit der Katze zu reden, als mit einem richtigen Menschen zu reden. Läuft gut bei mir. Schaut, sie ist glücklich, weil ich einen neuen Katzenfreund getroffen habe. Aber es ist halt auch so. Oh, hier ist noch eine! Die sind einfach da! Gehen die Katzen alleine zum Tierarzt? In den Sims? Ist das so ein Ding von wegen, ey, wir gehen hier einfach hin und dann kümmert sich jemand um uns? Funktioniert das so? Können wir hier... Was möchtest du denn jetzt? Mit Superia. Ich bin... Oh! Och, guck, wie süß! Oh nein! Oh, schau! Wo kriege ich Tiere her in diesem Spiel? Ich muss bald arbeiten in 10 Stunden, aber ich will jetzt... Ey! Ich kann die Katze einladen, mit mir abzuhängen. Ich will nicht Sport machen auf dem Tab. Ich bin eine Katze. Oh, das gibt's doch nicht. Da stimmt doch was nicht. Wo finde ich die denn? Wo kaufe ich die denn? Team! Okay, irgendwas stimmt hier ganz gehörig nicht, ja? Aber ganz gewaltig. Wo haben die alle ihre doofen Katzen her? So, das war's dann aber auch mit dieser Folge. Sims, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Vielleicht einmal die Woche, alle 2 Wochen, sowas in der Richtung. Und genau, wenn ja, dann... Wie gesagt, lasst es mich wissen und wenn ihr noch andere Missionen habt, die ich machen soll oder Aufgaben habt, abgesehen von Arbeiten, dann sagt es auch gerne Bescheid. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!